Wir öffnen also die Debatte zum Bundeshaushalt 24. Beginnen möchte ich zunächst mal mit dem Projekt Konsens, verehrter Kollege Lindner, das für die organisatorische, handwerklich wie auch intellektuelle Handlungsunfähigkeit Ihres Ministeriums Pate steht. Das Projekt Konsens beschreibt aber auch das gesamte Elend der Regierung Scholz, kurz Schuldenkoalition. Konsens ist ein Akronym, liebe Steuerzahler. Sie kennen das vielleicht Elster, wenn Sie Ihre Steuern erklären, für koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung. Darunter gliedern sich weitere Verfahren wie Ginster, Elster, Elfe, Lavendel, Sesam und so weiter. Assoziationen zu Biene Baja sind herzlich willkommen, wobei mich, Herr Lindner, Sie eher an den etwas plumpen und fluguntauglichen Willi erinnern. Warum ich bei Spinne-Thekla, er ist nicht da, an den Bundeskanzler denke, weiß ich jetzt auch nicht. Aber kommen wir zu dem weiteren Elend. Und da darf ich die CDU vielleicht auch mal an ihre Geschichte von 1993 bis 2006 erinnern. Es gab eine Vorgängergesellschaft. Die hat in immerhin 13 Jahren dieses Projekt 400 Millionen Euro, liebe Steuerzahler, Geld verschlungen. 400 Millionen Euro, das wäre übrigens etwas, da könnten wir bei den Bauern weiter die Diesel- und Agrarrückerstattung vornehmen. Und nun haben es tatsächlich, ist sozusagen geordnet in die Insolvenz geführt worden. Und nun schaffen es die Finanzakrobaten von CDU, CSU, SPD und FDP und natürlich auch Grünen, von 2007 bis 2023 für dieses Projekt 2 Milliarden Euro zum Fenster rauszuwerfen, meine Damen und Herren. Und der Bundesfinanzhof sagt, es wird wahrscheinlich weiter ein Finanzbedarf von 730 Millionen Euro für 23 bis 28 angenommen, ohne jedes Ergebnis. Und das beschreibt Ihre Ergebnis, Ihre Regierung. Ohne jedes Ergebnis. Sie sind unfähig. Und das, meine Damen und Herren, ist so wie bei der Fertigstellung des Flughafens BER. Fehlanzeige auch unglaublich. Unfähigkeit der Koordination bei der Bundeswehr. Herr Pistorius ist, glaube ich, auch nicht da. Finanzplanung wie bei Ihrem Haushalt. Verfassungswidrig. Effizienz wie bei der Migrations- und Abschiebepolitik. Fehlanzeige. Insgesamt also eine Einöde bei Konsens wie bei allen Infrastrukturprojekten, meine Damen und Herren in Deutschland. Sie merken es jeden Tag. Die Bahn, Wasserstraßen, Stromnetz, schnelles Internet, Autobahn, Fehlanzeige. Stattdessen, Sie kennen es ja, Fahrradwege in Peru. Wahrscheinlich tue ich sogar Biene Maja, Willi Thekla und Kurt Unrecht, indem ich Sie mit dieser desaströsen Bundesregierung in Verbindung bringe. Aber da könnte ja Herr Habeck als Kinderbuchautor auch was zu sagen. Die Biene Maja und ihre Freunde erfreuten immerhin die Menschen und Sie da draußen und führten meistens die Geschichten zu einem Happy End. Ihr Regierungshandeln hingegen spaltet die Gesellschaft finanziell, indem die Leistungsträger, ein weiteres Fremdwort für Grüne und SPD, zunehmend mit Steuern und trotz aller Lippenbekenntnisse weiter mit bürokratischen Hemmnissen überzogen werden. Muss der Verfassungsschutz eigentlich Sie, meine Damen und Herren von der Regierung, jetzt auch beobachten und die tragenden Parteien? Denn diese Regierung, und Herr Lindner ist jetzt gegangen, wahrscheinlich kennt er meine Rede, Sie diskutieren ernsthaft hier in linken Kreisen die Aussetzung und die Abschaffung der Schuldenbremse, meine Damen und Herren. Das wird es mit unserer Partei nicht geben. Nehmen Sie die Vorschläge von Peter Böhringer und Kollegen an. Dann haben Sie einen verfassungsgemäßen Haushalt. Und Sie können die Bürgerinnen und Bürger da oben auf der Tribüne endlich steuerlich entlasten. Das haben die nämlich verdient. Vielen Dank.